Minecraft, aber es ist nur ein Block. Beim letzten Mal haben wir eine... Oh, da steht sogar, wie viel Block ich gemeint habe. 699. Aber dieser eine Block ist unendlich. Und je öfter wir den meinen, desto mehr Sachen kommen da raus. Manchmal kommen da Kühe raus, manchmal Hühner, manchmal Creeper. Später auch Gas wahrscheinlich und so weiter und so fort. Das wird auf jeden Fall ziemlich crazy. Auf jeden Fall habt ihr die erste Folge sehr gemocht. Deswegen machen wir auf jeden Fall noch eine zweite. Abonniert kostenlos, denn sonst wirst du kein Haus hier mehr haben dürfen in deinem Leben. Leute, ich denke mir sowas nicht aus. Und ich warte auch gerne. Hast du es getan? Lass einen Daumen hoch für mehr Minecraft und check am Rest der Beschreibung aus, denn da gibt es bestimmt etwas, was dir gefällt. Alles klar, beim letzten Mal sind wir hier stehen geblieben und wie ihr sehen könnt, hier kommen einfach gefühlt unendlich Sachen raus. Manchmal kommen diese Sachen raus und ja, es geht halt die ganze Zeit so weiter und ich habe auch ein bisschen Hunger, sehe ich gerade. Das heißt, ja, ich werde was essen und ich habe auch Karotten übrigens. Wurde mir gesagt, warte mal, habe ich die reingetan oder wo habe ich die Karotten getan? Ja, ich habe sie hier reingetan. Wir haben aber allerdings nur eine Karotte. Wir können aber probieren. Wie mache ich es denn am besten? Ich hab eine Idee, glaube ich. Ich weiß es nicht wirklich. Das Ding ist, ich habe zu viele Items. Das ist das Problem. Wenn ich zu viele Items habe, dann bin ich eher überfordert. Aber keine Sorge, ich weiß, was ich hier tue. Ich bin ein professioneller Minecraft-Spieler und das sollte kein Problem für mich sein. Und zwar, was ich machen wollte, war, einfach mal hier Holz hinzulegen, dann den Wassereimer zu nehmen, den ich weggetan habe mal wieder. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, ob ich dann trotzdem... Oh Gott, ich bin fast runtergefallen. Es wäre nicht so schlimm, wenn. Aber ich glaube, das sollte trotzdem funktionieren. Ich kann jetzt einfach die Karotte hier... Ich habe sie wieder vergessen. Das meine ich mit zu vielen Gegenständen. Ey, wenn man zu viele Gegenstände hat, ne, dann ist vorbei. Dann ist vorbei auf jeden Fall. Kann ich doch irgendwas platzieren? Ich meine, Kürbisse brauchen sowieso mehr Platz. Melonen brauchen mehr Platz. Ne, ich habe keine Ahnung. Lassen wir es mal dort. Und Weizenkörner können wir auch mal machen. Ich frage mich gerade, wieso ich den Schild eigentlich nicht in der Hand trage. Wieso ich Erde in der Hand habe. So viele Fragen, die stelle ich mir gerade. Aber ich denke, das sollte... Oh, wir brauchen eine Hacke. Ja gut, ich werde jetzt mal eine Holzhacke erstellen. Genau. Jetzt können wir das hier platzieren, das hier platzieren. Ich denke, das sollte trotzdem wachsen. Natürlich ist es komisch hier, aber Wasser ist hier in der Nähe. Das heißt, wird schon funktionieren, denke ich. Das sollte okay sein. Hier wachsen die Bäume. Wir können jetzt einfach theoretisch weitermachen. Ja, lass uns aber weitermachen. Und gucken, was so alles hier spawnen wird. Momentan ist es halt wie Kohle und sowas, was schon ziemlich geil ist. Ich bräuchte auf jeden Fall mehr Holz. Das auf jeden Fall. Definitiv mehr Holz und ich weiß gar nicht, was ich noch brauche. Oh Gott, hier sind echt alle Gegenstände anders, ne? Ich warte nur auf den Moment, bis ein Zombie wieder spawnt. Okay, oh, ich habe mich schon erschreckt, ey. Oh, ein Hund. Warte, habe ich Knochen oder so bekommen? Oder ich glaube nicht, ne? Obwohl, warte mal, ich habe doch einen Zombie getötet. Habe ich nicht ein Skelett getötet oder sowas? Habe ich nicht irgendwie Knochen bekommen? Ja, du wirst schon nicht runterspringen, du wirst eh hier bleiben, oder? Ich glaube, du wirst eh hier bleiben, deswegen, ja, sollte alles okay sein. Okay, dann warten wir einfach ab, bis wir genug Sachen für ihn haben. Ich weiß nicht, ob man ein Schild hier bekommen kann, aber ich glaube eher weniger tatsächlich. Okay, bis jetzt spawnt irgendwie kein Creeper. Ich sollte nichts sagen, weil sonst werden gleich 10 Creeper spawnen, wenn ich sage, hier spawnen keine Creeper. Aber hier habe ich doch super viel Holz, sehe ich gerade. Na gut, machen wir weiter mit dem ganzen Mine. Mal schauen, was wir noch bekommen können. Oh mein Gott. What? Nee. Was bist du? Was bist du? Oh mein Gott, habe ich Knochen bekommen? Oh Gott, ich habe fast den Knochen zu Knochenmehl gemacht. Lass mal sehen, vielleicht habe ich hier Glück und... Yeah, nice, let's go. Du kannst mir... Oh, warte mal, bleib hier sitzen, ruhig. Ja, das war halt ziemlich knapp gerade. Keine Ahnung, was für ein Wesen das nochmal war. Aber es war auf jeden Fall nicht mit guter Absicht hier. Das weiß ich. Und genau deswegen sollten wir uns auch ein Schwert erstellen. Ich habe noch keins, oder? Ich habe noch keins, okay. Ja, man kann sich nie sicher sein. Also vor allem, ohne Scheiß, wenn man so viele Items hier bekommt, ne? Ich tendiere dazu eher, dass ich quasi überfordert bin. Eis, Knochenmehl. Oh, warte, Knochenmehl. Das ist eine gute Sache sogar. Weil dadurch können wir einfach die Karotten... Ich glaube, wenn ich sie jetzt kaputt mache, dann sollte das okay sein, oder? Ich sollte jetzt mehr... 4 habe ich jetzt. Eine werde ich wieder anpflanzen. Und dann werde ich 2 benutzen, um euch zu paaren. Genau, und dann werde ich noch eine Erde benutzen. Ja, und dann werde ich sie hier platzieren. Das war nicht meine Absicht. Und dann werde ich da noch einfach mal eine Karotte machen, nachdem ich das hier benutzt habe. Wieso ist Minecraft so kompliziert? Das Ding ist, diese Truhen sind nicht allzu nützlich, denn die wären halt nicht zu einer großen Truhe aus irgendeinem Grund. Wenn ich eine Truhe aus von da abbaue, wären die einfach nicht zu einer großen Truhe. Deswegen, ja, ganz ehrlich, vielleicht sollte ich nicht Sachen wegwerfen. Ich glaube, ich habe das Gefühl, ich sollte Sachen nicht wegwerfen, weil vielleicht könnte alles irgendwie nützlich sein. Das Ding ist, ich brauche mehr Wege, um irgendwie zu essen. Ich meine, natürlich, das ist jetzt natürlich ein Weg, aber ich brauche auf jeden Fall einen zweiten Eimer für eine unendliche Wasserquelle. Das ist sehr wichtig. Vor allem, ich sage sehr oft, ich brauche hier. Aber hier geht es halt um Leben und Tod. Ich meine, seien wir mal ehrlich, ist halt einfach so. Okay, schon wieder du. Oh nein. Hä, wohin gehst du? Wohin gehst du? Hallo? Ich bin dein Feind. Ich bin dein Feind. Hallo? Na los, attackier doch. Nice, let's go, wir haben ihn. Oh nein, nicht abhauen. Ihr seid echt... Nein, nicht das Baby. Oh Gott sei Dank, nicht das Baby. Okay, warte. Du bist, ja, mein erstes Opfer, würde ich sagen. Weil du bist einfach rausgegangen und wir haben
Oh Gott, das. Ich will gerade nicht erwähnen, was hier gleich passieren wird, aber das ist echt eine grausame Welt hier, in der wir leben. Das kann ich euch sagen. Ja, wir haben ein kleines, aber feines Essensproblem. Das steht fest. Lass mich mal ganz kurz das Fleisch machen, was ich bekommen habe. Ja, das wird ein kleines Problemchen sein mit dem Essen. Machen wir noch mehr Knochenmehl. Können hier auf jeden Fall paar Sachen machen. Ich weiß nicht genau, wie lange das Wasser reichen wird, aber ich glaube nicht allzu lange, weil das Ding ist, es ist halt nur ein Wasser. Ich weiß nicht mehr, ob das überhaupt so wächst. Ich denke aber mal schon. Lass mich kurz mal im Inventar gucken. Lass mich ein bisschen improvisieren hier. Aber was kann man noch essen machen? Ich meine, Melonen kann man essen. Das geht auf jeden Fall. Melonen werden wir auch immer wieder bekommen. Also das ist auf jeden Fall Essen, würde ich stark behaupten. Dann verrottetes Fleisch ist in irgendeiner Art auch Essen. Äpfel sind Essen. Also, ja, so eine Truhe zu erstellen. Wisst ihr was? Ich nehme mal ein bisschen Holz und werde mir mal vernünftige Truhen erstellen, weil das sind halt Babytruhen und die kann halt keiner so wirklich gebrauchen. Lass mal sehen, ob das jetzt allgemein nicht funktioniert, dass es zu einer großen Truhe wird oder ob es jetzt einfach nur... Ja, okay, also es ist einfach nur... Okay, ich sehe schon. Dann packe ich hier, wird das die Truhe sein, wo nur Essen reinkommt. Und da kommt wirklich alles rein. Wir können verrottetes Fleisch mitnehmen, wir können Äpfel mitnehmen. Pilze kann man, soweit ich weiß, nicht essen, glaube ich. Und dann können wir die einfach hier reintun und dann haben wir immer eine Truhe, wo wir essen können. Na gut, werden wir weitermachen. Ich meine, ganz ehrlich, ich denke nicht, dass ich durch Hunger sterben werde. Ich denke, ich werde eher sterben, weil etwas irgendwas komisches spawnen wird oder... Ich weiß auch nicht genau, woran es liegen wird, aber es könnte halt immer wieder passieren, dass man schon... Gold! Das ist neu, glaube ich. Ich glaube, ich habe noch kein Gold bekommen, ehrlich gesagt. Okay, hi. Was? Ein Fuchs? Wieso was hältst du da in deinem Mund? Hältst du da Erde in deinem Mund? Ist das ein Scherz? Ich glaube, der hält Erde in seinem Mund. Was zum Teufel? Ihr könnt einfach runterspringen, wenn ihr wollt. Ich meine, ihr werdet es eh tun, oder? Obwohl, die sind ziemlich gut in Parcours, auf jeden Fall. Ja, okay, ich nehme alles zurück. Ja, der andere wird auch runterspringen, oder? Wirst du runterspringen? Er ist weg, oder? Ist er weg? Wo ist er? Ach, da ist er hin. Er ist da reingesprungen, okay. Jagt er die... Nein! Oh mein Gott! Ich wusste, dass Füchse sowas tun. Die jagen alle meine Hühner... Er hat alle meine Hühner getötet, alle meine Hasen. Ist das jetzt ein Scherz? Was zum Teufel? Ich meine, ich nehme das Fleisch halt gerne. So, dazu sage ich auf jeden Fall nicht nein, aber... Das ist schon ein bisschen dreist. Ja, nee. Also, du isst das sogar. Ist das ein Scherz, dass du es sogar isst? Du kannst hier nicht länger bleiben. Er konnte hier nicht länger bleiben. Das ging zu weit, wirklich. Wir brauchen auf jeden Fall deutlich mehr Platz. Deswegen, ja, machen wir das. Und, da kommen dann... Warte, wir haben eine Truhe für Stein und sowas. Also, ihr könnt sehen, wir haben echt viel Zeug hier. Gut, machen wir weiter. Lass mal sehen. Oh, wieder eine Truhe. Knochen. Ja, okay. Ich meine, wenn noch ein Hund erscheinen sollte, dann könnte ich ihn auch zähmen, wenn ich will. Aber ich wusste nicht, dass Füchse sowas tun. Das ist so crazy. Macht aber auch Sinn, ehrlich gesagt. So, Tiere töten sich ja auch gegenseitig. Das passiert ja täglich. Keine Sorge, das machen nicht nur Menschen. Machen auch ganz viele Tiere. Gold vor allem. Wozu brauche ich... Oh, nicht schon wieder ihr. Nein, nein, das geht zu weit. Ihr nervt. Ihr müsst sterben. Ihr müsst sofort sterben. Ihr könnt hier nicht bleiben. Ihr seid echt so halt so richtig dreist und... Ja, nee, ihr seid... Stirb. Fall runter. Ich kann nicht. Ich kann einfach nicht. Wirklich nicht. Ich kann mit euch nicht. Was ich mit euch tun soll. Ich bin überfordert mit euch. Wirklich. Oh mein Gott, dieses Mal sind zwei. Nee. Aber der eine, der läuft einfach komplett weg irgendwie. Also keine Ahnung, was da abgeht, aber der eine ist tot. Und der andere will irgendwie aus irgendeinem Grund dahin. Frag mich bitte nicht, wieso. Ich habe euch gesagt, irgendwann hört die Unordnung auf, weil ich weiß natürlich ein paar Sachen, wie ich sie sortieren soll. Aber ein paar Sachen habe ich keine Ahnung, wie ich sie sortieren soll. Ich bin nicht gut im Sortieren. Und ich glaube auch nicht, dass ich es jemals sein werde. Okay, ganz ehrlich, wir können von der Anzahl Knochenmehl... Ich will erst mal sehen, ob das von alleine wächst. Weil hier wächst auf jeden Fall irgendwas, glaube ich. Also, ja. Ich hoffe einfach mal, das wird gut weiter wachsen. Und dann werden wir sehen, wie es weitergeht. Und ich würde gerne... Habe ich hier... Ich habe hier doch... Ja, ich habe Eisen weggetan, natürlich. War ja klar. Machen wir gleich zwei Spitzhacken. Sehr schön. Und dann können wir auch weitermachen. Ja, Spitzhacke ist momentan das Wichtigste so hier. Schwert habe ich natürlich auch. Aber ich weiß nicht, ich verwende oft lieber die Axt, muss ich sagen. Das ist echt ein witziges Phänomen auf jeden Fall. Aber gut. Ja, machen wir weiter. Und ich weiß nicht, bei welchem Block wir sind. Aber am Anfang, als wir angefangen haben, waren wir bei... Oh, nee. Oh, was mache ich mit dir jetzt? Ja. Du tötest mich nicht, wenn ich nichts tue, oder? Ich glaube, der ist relativ friedlich. Also, ich weiß es nicht. Ich kenne mich mit denen nicht so aus, ehrlich gesagt. Na, wo sind die Melonen? Ich will mir ein paar Melonen gönnen. Willst du auch eine Melone? Keine Melone für dich? Also, ist es okay, wenn... Bist du Freund? Du bist ein Freund, oder? Ich gehe mal näher ran. Kann ich dich einfach runterschubsen? Das wäre ein okayer Tod, um dich zu töten, oder? Ich komm schon. Er mag es. Ich glaube, es ist okay für ihn, wenn man ihn runterschubst. Er zeigt mir gerade, er hat seinen eigenen Willen. Aber das fand ich gerade nicht so gut, dass du einen eigenen Willen hast. Es wäre mir viel lieber, wenn du keinen eigenen Willen hättest. Ihn zu attackieren ist schon sehr, sehr... Warte, wisst ihr was? Ich hab doch genug Eisen, oder nicht? Ich hab doch hundertprozentig genug Eisen. Lass mal kurz sehen. Hier, habe ich nicht mehr Eisen aufgehoben irgendwo? Ich brauche auf jeden Fall eine Rüstung, weil wenn ich keine Rüstung habe, dann habe ich ein Problem. Ich habe einen verdammten Eisbären hier. Einen verdammten Eisbären. So, okay, ich habe nicht so viel Eisen, ehrlich gesagt. Das wundert mich gerade schon. Kann ich dich runterschubsen, bitte? Komm schon, ich kann dich jetzt doch... Ich kann dich doch bestimmt runterschubsen. Bitte, komm schon. Okay, es tut mir leid, okay? Das muss getan werden. Und, bye!
Oh mein Gott. Ja, er ist tot. Das war gerade crazy. Es tut mir ein bisschen leid. Ich weiß, ich hätte ihn vielleicht behalten sollen, aber stell dir mal vor, ich attackiere den und ich habe noch keine Rüstung und sowas. Und ich wollte halt sicher gehen, okay? Ich wollte einfach sicher gehen. Es war nicht okay von mir, aber der nächste Eisbär, den werde ich am Leben lassen, versprochen. Also, ja doch, versprochen, ist okay. Ich werde einfach eine Ecke für ihn machen. Hätte ich eigentlich schon bei dem tun sollen. Ich muss sagen, ich habe ein schlechtes Gewissen. Es holt mich langsam ein, das schlechtes Gewissen, aber ich muss jetzt mit meinen Taten leben. Ich übernehme Verantwortung dafür, egal was ich getan habe. Es ist meine Schuld. Okay, das ist kaputt gegangen. Ist nicht so schlimm. Ich habe ein paar weitere kreiert. Das wird natürlich. Oh, nicht schon wieder. Ey, schon wieder 10 oder wie viel? Das wird immer. Da kommen immer mehr raus. Vor allem der eine attackiert mich. Und der andere sagt sich so: Lass nicht gegen den Menschen kämpfen. Der ist viel zu stark so. Der weiß, was er tut. Und wir wollen nicht gegen ihn kämpfen. Und was soll ich sagen? Du hättest auf deine Frau hören sollen. Oder auf deinen Mann, der ein Feigling war. Ich weiß auch nicht. Okay, wir bekommen langsam mehr Eisen, habe ich das Gefühl. Das ist schon mal eine gute Neuigkeit. Und eine Truhe. Kaninchenfell. Ja, keine Ahnung, wozu das ist, aber ich werde es mal nehmen. Hier packe ich einfach mal alles hin. Alle Blöcke, die so viereckig sind. Okay, egal ob Holz ist. Hauptsache viereckig. Da werde ich schon die Sachen finden, die ich brauche. Hundertprozentig. Oh. Okay, ein weiterer Hund. Wir haben genug Knochen, um ihn auch zu unserem Freund zu machen. So, perfekt. So, du kommst jetzt hierher. Hallo, komm hier. Okay, ja genau, hierher. Und hier machst du Sitz. Perfekt. So, wir haben zwei Hunde. Ehrlich gesagt, ja, ich bereue schon sehr stark mit dem Eisbären gerade. Ich hoffe, ein weiterer wird spawnen. Dann werde ich einfach so tun, als wäre das dasselbe. Aber wir wissen beide, es kann nie dasselbe Monsterparty. Was? Stopp. Oh no. Ich will halt nicht wissen, was... Nein. Nein. Okay, das war jetzt unerwartet. Ich schwöre. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Meine Hunde, könnt ihr mir helfen? Oh mein Gott, der hat einen Bogen. Warte, ich esse kurz mal Melonen. Ich mag Melonen, ich hoffe, das weiß er. So. Wo ist er? Oh mein Gott, die haben alles zerstört, ne? Oh, das war... Wieso haben die... Okay, das ist vielleicht zum Teil auch ein bisschen meine Schuld, weil ich das immer so nah baue hier. Ja, du bist gleich tot, habe ich das Gefühl. Also, du wirst gleich runterfallen. Okay, vielleicht... Alter. Damn. Die hat sich selbst das Leben gerettet. Ich kann es nicht glauben. Ja, man muss das halt so ein bisschen anders hier machen, ne? So ein bisschen schlauer. Frag mich nicht, wie das geht, aber es geht auf jeden Fall. Das ist kaputt gegangen. Ja, ich sehe es gerade. Das ist natürlich... Wisst ihr was? Das wollte ich sowieso die ganze Zeit hier hin tun, ehrlich gesagt. Und dann können wir mal ein bisschen Holz hier mehr Zäune erstellen. Die werden jetzt alle rausgehen, aber... Hey, man muss dazu sagen, Tiere werden eh spawnen. Aber ich will halt nicht das Risiko eingehen, dass sie dann doch nicht spawnen. Also, ja. Ich glaube, sogar drei reichen, oder? Also, eins, zwei... Ja, nicht ganz. Ich packe da erstmal sowas hin. Ehrlich gesagt, warte mal, der Hund muss auf jeden Fall woanders hin. Der wird sonst auf jeden Fall sterben. Ja, hoffentlich passiert sowas nicht nochmal. Das war gerade ärgerlich auf jeden Fall. Ja, ich würde einfach sagen, wir machen das ja weiter. Ich brauche auf jeden Fall mehr zu essen. Warte, ja, das wächst aber gut, ja. Gott, wie bekomme ich einen zweiten Wassereimer? Ich habe keinen bekommen, oder? Vielleicht habe ich doch einen bekommen, aber wie gesagt, ich habe hier so viele Gegenstände, dass ich mittlerweile selbst nicht mehr weiß, was ich alles bekomme. Oh, nochmal so einer. Aber ehrlich gesagt, für euch habe ich irgendwie keine Angst. Ihr seid einfach Loser. Einfach Loser. Wieder rein, Schaf. Perfekt, warte mal. Gibt es für euch einen Weg, um rauszukommen? Ich glaube, gibt es nicht, ne? So, du machst hier Sitz auf jeden Fall. Du bleibst schön in der Ecke. Also das Gute ist, ich kann sehr, sehr viel Knochenmehl machen, wodurch ich das einfach zum Wachsen bringen kann. Also das geht auf jeden Fall. Das ist schon mal eine schöne Sache. Auf jeden Fall sogar. Ja, habe ich noch mehr... Okay, ich habe das jetzt dahin getan, die ganze Erde. Ja, okay, welcher Block war nochmal? Das war der, okay. Kann ziemlich verwirrend sein, auf jeden Fall. Und naja, so eine Explosion kann auf jeden Fall ab und zu passieren, dass auf einmal Millionen Zombies spawnen. Wir bekommen echt viel Knochenmehl. Also, ich habe das Gefühl, dass das Spiel hat es so geplant irgendwie. Ich weiß auch nicht. Also, ich meine, ich akzeptiere es einfach mal. Und hoffe, dass die nächste Explosion nicht den kompletten Zaun zerstören wird. Obwohl, da wäre ich ja mittlerweile nicht mehr allzu sicher, dass das nicht passieren wird. Oh, schon wieder einer. Seht ihr, manchmal rennt er einfach weg. So, der will manchmal gar nicht kämpfen, oder? Das ist echt crazy. Ich habe eine Idee. Und zwar werde ich das hier machen und dann das hier so ein bisschen genau so machen. Ja, die Explosion wird wahrscheinlich trotzdem alles zerstören hier. Wir können ja theoretisch das hier nochmal zerstören und das dann so machen und hoffen, dass es dann besser sein wird. Nun, mich interessiert gerade... genau, gib mir das ganze Wheat. Wir haben nur... Warte mal. Oh, ach, nee, die weißen Körner sind trotzdem hier. Naja, okay. Wir haben nur ein Wheat bekommen. Ich will mal kurz wissen, ob so eine Mushroom-Cow, ob die auch Weizen ist, weil ich habe keine Ahnung. Ja. Sorry, ich habe keinen zweiten. Du wirst jetzt horny bleiben müssen und du wirst keinen Partner bekommen. Das tut mir sehr leid, aber dann musst du jetzt immer mal leben, okay? Manchmal ist so ist das Leben manchmal, okay? Ist halt einfach so, was soll ich sagen, so? Ich spreche nicht aus Erfahrung, ich meine ja nur, okay? Cool. Also, tut mir leid, dass du keinen Partner gefunden hast, aber du willst nicht, dass das selber passiert wie bei den Schweinen. Das war nicht spaßig. Das war nicht gut, das mit den Schweinen. Das kann ich dir sagen. Oh, wieder. What the hell? Ah, nicht wieder ihr. Nee, der ist hier zu weit. Ihr könnt hier nicht... Oh nein, mein Hund. Ich habe meinen Hund aus Versehen attackiert. Er ist aber treu dumm. Deswegen attackiert er mich zu direkt. Du kannst nicht hier bleiben. Du kannst einfach nicht hier bleiben. Wirklich nicht.
Ihr seid einfach keine guten Kreaturen. Tut mir leid, ich würde dir gerne Fleisch geben, aber das Problem ist, okay, ich weiß, du bist sauer, aber manchmal ist das Leben halt so, okay? Was soll ich sagen? So, man sollte hier nicht rübergehen, bla bla bla, ich weiß, aber ich mache es jetzt einfach trotzdem. Immerhin bekommen wir viel davon. Warte, wo sind die Schweine? Ist immer noch ein Babyschwein. Und das andere wo ist das andere Schwein hin? Oh, no. Oh, ja, okay, das ist halt natürlich ärgerlich, ne? Wieso habe ich nur ein Babyschwein? Das wird ein Problem. Schweine haben mir so gutes Essen gegeben und jetzt habe ich einen Weg, um Fleisch zu bekommen und jetzt passiert sowas. Ja, warte, ich habe zu wenig Leben gerade, ne? Ich will die Karotten jetzt auch nochmal selbst essen. So, ich habe auf jeden Fall genug Eisen. Ich habe gelernt, dass man nur 8 Eisen braucht für so eine Rüstung. Das ist auf jeden Fall sehr schön. So, das ist perfekt. Ich weiß gar nicht, ob ich mehr Eisen bekommen habe. Wahrscheinlich schon, aber ich weiß nicht genau wo. Weiter geht's. Hier kann man sogar sehen. Ja, okay, man kann ganz so gut erkennen, welcher Block das ist. Nur den Block will man auf jeden Fall nicht verlieren. Wenn man den verliert, dann hat man ein Problem. Ich meine, das ist ein nicht langer Block. Der wird unendlich lange einfach hier existieren, so. Das ist halt crazy, ne, wenn man so drüber nachdenkt. Oh, schon wieder. Ja. Machen wir dich auch zu meinem Hund, würde ich sagen. Habe ich noch Knochen? Ich habe bestimmt welche, aber habe ich sie weggetan, ne? Oder habe ich alles zu Knochenmehl gemacht? Das könnte auch sein. Echt eine Menge Knochenmehl auf jeden Fall. Aber ja, könnte sein, dass ich alles zu Knochenmehl gemacht habe. Magst du auch Knochenmehl? Ich sage nein, aber... Okay, nein. Du kannst so zur Seite gehen, du bist nicht mein Hund. Hallo, geh zur Seite. Solange du nicht mein Hund bist, bist du böse. Der Spaß. Der will mich aber attackieren, ich wollte so sagen. Also, der ist nicht treu dumm. Ich habe ihm nichts zu essen gegeben. Das ist das Problem. Wann habe ich eigentlich die nächste Stage erreicht? Das frage ich mich gerade. Ich meine, ich bin schon sehr dankbar, dass auf jeden Fall keine Creeper spawnen, aber... Bye. Was? Schon wieder? Von wo kommen die... Hä? Ich habe irgendwelche Pfeile gehört. Das ist sehr komisch. Ich weiß nicht, wo der... Hä? Hier! Okay, keine Ahnung. Oh, hier haben Knochen bekommen. Das Schicksal will, dass du mein Hund wirst. Dann wollen wir dem Schicksal seinen Wunsch erfüllen. So eins... Okay. Vielleicht will das Schicksal das auch nicht. Okay, meinetwegen. Oh, schon wieder. Alter, ihr spawnt echt oft, ne? Aber von wo kommt ihr nochmal? Von wo... Wir müssen aufpassen, dass der Hund... Das ist... Okay, der Hund... Ja, jetzt wird er mich attackieren, leider. Ich muss den töten. Und da habe ich sogar Knochen bekommen. Armer Hund. Er hätte mein Hund sein dürfen. Und jetzt, ist sowas passiert. Also mein Beileid wirklich. Hättest du mich aber nicht angegriffen, dann wäre alles gut. Was ist los? Wer ist hier wütend? Bist du wütend? Hast du Hunger? Okay, ihr habt beide Hunger, ne? Ich sehe schon. Aber das Ding ist, ich habe kein Fleisch. Also, was soll ich machen? So, was soll ich euch geben? Ihr mögt ja nur Fleisch. Oder magst du Karotten? Hier, ich gebe dir Karotten. Siehst du, du magst keine Karotten. Was soll ich sagen? Wir haben auch nur ein Schwein, was ebenfalls sehr, sehr frustrierend ist gerade. Also, ich denke, ich sollte mehr Weed machen. Ja, mehr Weed. Gib mir mehr Weed. Gib mir mehr von dem Zeug. Das brauchen wir auf jeden Fall. Und schon wieder so einer. Ey, ihr kommt echt sehr oft, oder? Bye! In Minecraft fehlt auf jeden Fall so ein Multitool, mit dem man irgendwie alles machen kann. Das fehlt hier auf jeden Fall. Das wäre echt chillig, vor allem bei dieser Welt hier. Da könnte ich einfach die ganze Zeit meinen und ich würde sicher gehen, dass egal was ich meine, dass ich das richtige Werkzeug habe. Das wäre auf jeden Fall sehr cool. Oder so eine Mod, die das von selbst entscheidet und dann automatisch aus dem Inventar sowas holt. Das wäre eine Mod-Idee, aber ich wette, sowas gibt's schon mal. Ich habe das Gefühl, es gab alle Mods schon mal in Minecraft. Okay, was genau ist es denn hier? Knochen. Okay, das sind schöne Sachen auf jeden Fall. Also dazu werde ich aber mal nicht nein sagen. Oh, Upgrade. Okay. Das Ding ist, wir haben hier ein Schwarzzeichen-Setzling bekommen. Ist das denn so ein fetter Baum oder was genau wird das wohl sein? Wisst ihr was? Wir haben ja jetzt kurz Zeit, bis wir das nächste Upgrade erreichen. Und dann würde ich sagen, ich werde einmal hier sowas platzieren. Mal gucken, was es genau sein wird, weil... Ja, ich habe das Gefühl, das könnte so ein richtig, richtig fetter Baum sein. So, es gibt ja diese Bäume, die so eine Vierer-Dicke haben. Das gibt es auf jeden Fall, deswegen... Vielleicht ist hier einer dieser Bäume, das weiß ich nicht, aber... Das werden wir sehen. Ist dort ein Baum gewachsen? Ja, gerade ist ein Baum gewachsen. Okay, ist crazy. Was? Vier... Oh, Ozean. Oh nein, jetzt können wir aus dem Ozean Sachen kommen. Okay, das ist gerade crazy. Okay, jetzt haben wir hier Sand sogar. Wisst ihr was? Ich könnte auch mein eigenes Haus machen. Nur ich bin immer so faul, mein eigenes Haus zu machen. Ich habe das schon so oft gemacht in Minecraft, dass ich da einfach keine Lust drauf habe, mein eigenes Haus zu machen. Und meine Häuser, das Ding ist aber, ich habe so viele geile Häuser gesehen, die ist, vor allem hier, diese Sachen habe ich noch nie verwendet, ehrlich gesagt. Seht ihr, also man lernt voll viel dazu, man benutzt mal Sachen, die man noch nie verwendet hat, weil ich hasse das Ozean, beziehungsweise ich mag's. Oder das hier, was ist das hier? Was überhaupt ist das? Ich habe ja nicht mal was, ich habe nicht mal eine Ahnung, was es ist und was für Tiere kommen raus, aber ich mag das Wasser nicht so, vor allem in Minecraft nicht so. Es gibt in Minecraft kein wirklichen Tool, wie du sehr lange und gut überleben kannst, das ist das Problem. Oder unter Wasser lange bleiben kannst, ohne zu sterben. Das müssten die ändern, theoretisch. Und dann würde ich vielleicht auch lieber unter Wasser gehen, aber bis dahin leider nicht, tut mir leid. Oh mein Gott. Warte, springt ihr einfach runter? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Wisst ihr was? Ich würde theoretisch gerne noch ein paar mehr Zäune... Ich habe eine Idee. Je nachdem, ob ihr runterspringen werdet oder nicht, werden Sachen geschehen, okay? Also ich empfehle euch nicht runterzuspringen. Oder mal Karotten hier anpflanzen. Ich brauche noch einen zweiten Wassereimer. Ich meine, ihr braucht auch Wasser, oder? So ein Pool für euch zu erstellen, das wäre richtig geil.
Da hätte ich Bock drauf. Nur wenn ihr nicht runterfällt jetzt, bitte. Denkt nicht, da unten ist Wasser. Ich meine, da ist schon Wasser. Evelyn, die wollen zum Wasser, ne? Oh mein Gott, die wollen zum Wasser. Ihr seid tot, oder? Oh, ihr werdet bestimmt nochmal spawnen, aber das ist natürlich jetzt ärgerlich. Ich meine, ich kann euch gerne so einen Pool erstellen. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das machen werde. Aber ja, ihr wollt unbedingt zum Wasser. Ja, die sehen sich nach Wasser. Ich sehe euch. Ja, gut. Das war jetzt eine Idee von mir auf jeden Fall. Und ja, hier kommen jetzt... What? Nee. Hier kommen Diamanten raus? Okay, das ist crazy gerade. Also dieses Zeug, ja, das kenne ich auch noch. Und wie gesagt, unter Wasser gehe ich halt nie so wirklich. Deswegen, aber dass Diamanten jetzt kommen, wundert mich schon ein bisschen. Okay, du bist ein... Nee. Hä? Du stirbst doch eh sofort. Okay, also ihr scheint nicht runterzufallen gerade, was schon mal eine schöne Sache ist. Ihr wollt einfach nur zu Wasser. Verstehe ich auch komplett, also, ne? Keine Frage. Ich würde euch wirklich gerne so einen Pool erstellen. Eigentlich war das keine schlechte Idee sogar. Ich will es wirklich, wirklich tun. Okay, wo ist der Eimer? Ich mach's sogar, glaube ich. Ja, ich mach's jetzt sogar. Also, ich will sie Rudolf nennen, weil ich hatte auch eine Schildschutz als Kind. Und die habe ich Rudolf genannt. Und irgendwann habe ich sie abgegeben in den Zoo. Das ist auf jeden Fall sehr sad. Beziehungsweise, ehrlich gesagt, als Kind hatte ich sowieso keine Lust, mich um eine Schildschutz zu kümmern. Ich hab's zwar getan, aber... Ja, ist halt einfach so als Kind, ne? Da hat man einfach keinen Bock drauf, deswegen... Wie machen wir das jetzt genau? Ich glaube, ich brauche den Wassereimer erstmal. Sorry, ich muss mal euer Wasser entfernen. Ich hoffe, ihr werdet nicht runterspringen, weil ihr deprimiert seid. Oder ihr werdet wahrscheinlich sogar hierher kommen, ne? Ja, sehr wahrscheinlich. Jetzt hoffe ich einfach mal, dass ich nicht sterben werde. Und zwar, ich muss einmal hier runterbauen. Oh, was? Was passiert jetzt gerade? Wie ist das möglich? Keine Ahnung, was... Ich... Nein, nein, nein. Oh mein Gott. Das war ganz schön knapp gerade. Wie ihr schlürft dieses Wasser weg, dann bin ich sauer. Okay, ehrlich gesagt, das gefällt mir jetzt nicht ganz so sehr, wie das hier ist. Das meine ich, unter Wasser. Seht ihr das, wie lange das dauert? Und, jetzt, und dann passiert das immer wieder. Also, wer mag bitte Wasser hier in Minecraft? So, ich kann das ja nicht mehr abbauen. So, das ist echt... Wasser ist furchtbar in Minecraft, wirklich. So, wir haben es. Ich würde gerne einen Block... Wieso kann ich keinen Block... Kann ich keinen Block anders irgendwie erstellen? Hallo, könnt ihr... Oh mein Gott, was tut ihr da? Okay, anscheinend geht es nicht anders. Ich habe eine Idee, dann werde ich einfach einen weiteren Slab erstellen. Ja, ist okay. Ist okay. Ja, chill, chill, chill. Ich will euch ja jetzt einen Pool erstellen, okay? Bitte nicht runterspringen. Bitte, okay? Das würde jetzt ein Pool nur für euch sein. Ich denke an euch. Ihr seid meine Brüder. Und meine Schwestern. Ich werde den jetzt aus Stein machen. Ich habe keine Lust mehr, auf die richtigen Blöcke zu warten im Leben. Weil ich ganz ehrlich, bis ich wieder Holz bekomme und so... Ich bin halt... Ich hab's halt gerne gleich, was ich meine. So, das ist schon ganz geil, aber... Ist okay. Der Pool wird jetzt auch nicht so groß sein. Ich meine, ihr werdet euch... Nein, bitte nicht. Versuch nicht zu sterben, okay? Schaffst du es nicht zu sterben? Ich bin mir halt ehrlich gesagt nicht sicher. Okay, Rudolf, bitte. Ich hatte noch ein anderes Schild. Ich hatte noch ein zweites Schildschutz. Ich hatte zwei. Die eine war von meinem damaligen besten Freund. Ja, wir könnten ein kleines Problemchen haben. Ich werde kurz mal das Wasser hier wegnehmen, wenn ich wüsste, wo es ist. Oh mein Gott, nicht runterfallen, nicht runterfallen. Naja, auf jeden Fall war die eine von meinem damaligen besten Freund, der wollte seine nicht mehr haben. Und da habe ich die bekommen. Da hatte ich immer mal zwei. Eine Wasser- und eine Nicht-Wasser-Schildschutte. Ich weiß gar nicht. Meine war, ich glaube, Wasser und seine war nur Land oder sowas. Auf jeden Fall sehr interessant. So, könntest du da bitte, wisst ihr was, ich locke ihn mal an, indem ich ihn hier hinschicke. Komm hier hin, genau. Es ist crazy, wie viel man darüber lernt, ne? Ich wusste nicht, dass die, ich meine, das macht schon Sinn, dass die so angezogen werden vom Wasser. Aber das war mir irgendwie nie so bewusst, ehrlich gesagt. Aber hier in die Ecke, komm schon, Leute, kommt her. Machen wir hier einfach, ich muss sagen, obwohl, ja, ich meine, das funktioniert ganz gut eigentlich. So, und dich schubst du wieder da jetzt auch rein, würde ich sagen, oder? Ich weiß, du willst nicht, du hast Angst, du bist schüchtern, bla bla bla. Du bist noch nie geschwommen, ich verstehe schon, aber du kommst da jetzt rein. Genau, wir zwingen dich einfach. So, geh da rein, hallo, let's go. Komm schon, sehr schön, okay. So, wir haben zwei Schildschürten jetzt, das ist ziemlich episch auf jeden Fall. Und weiter geht's. Seerosenblatt, Hörn, bla bla bla, Tintenbeutel, wozu braucht man die ganzen Sachen? Ich muss echt mal mich mit den ganzen Sachen beschäftigen. Will ich auch tun, ehrlich gesagt, weil es ist ja schon irgendwie interessant, dass man alles bekommen kann. Aber wieso bekomme ich keinen zweiten Eimer? Oder Eimer mit Wasser zumindest. Und oh mein Gott. Alter, ihr seid zwei, oh mein Gott. Warte mal, oh... Ihr wollt ins Wasser gehen. Hey, was tut ihr da? Hä? Ihr lässt kein Dreizack fallen, ne, leider. Okay, oder habt ihr auch was fallen lassen? Nee. Wieso habt ihr mich nicht attackiert? Ich bin verwirrt. Ein Fisch. Oh nein, der wird aber so sterben, oder? Kann ich das in den Eimer tun oder so? Nee, ne? Ich weiß gar nicht, wie man einen Fisch so schnell retten kann, ehrlich gesagt. Würde mich schon mal interessieren, aber ja, danke fürs Fisch. Für den Fisch meine ich. Fisch. Danke, Fisch, für deinen Fisch. Okay, als nächstes werde ich wieder das Holz abbauen und dann werde ich aus dem restlichen Holz mehr Wege machen, damit ich noch mehr anpflanzen kann. Weil Holz wird aus irgendeinem Grund sehr wichtig sein, auf jeden Fall. Ich mache jetzt so einen richtig langen Weg, damit wir wirklich... Oh, da sind viele. Damit wir wirklich da viel, viel platzieren können. Also das sollte sehr gut sein. Ich hole mal kurz Erde. Da kann ich das gleich nebenbei machen, dass wir wirklich richtig viel Holz haben. Und hier ist gebratenes Schweinefleisch, okay. Ich habe ja Schweine getötet, natürlich. Macht also sehr viel Sinn. Trotzdem brauche ich noch Wasser. Warte, jetzt sind wir in der Wassergegend. Also theoretisch sollte ich Wasser bekommen, richtig? What?
Nee, das geschieht jetzt nicht, oder? Oh nein, das habe ich nicht erwartet, ehrlich gesagt. Ich habe Kohle, ich werde auf jeden Fall mehr ausleuchten müssen. Das ist jetzt nicht gut. Das war jetzt nicht mein Plan. Wisst ihr was, ich habe eine Idee. Und das. Ha, let's go. Okay, das hat gut funktioniert. So, lass mal hier überall ausleuchten, weil das könnte ein riesiges Problem werden, wenn zu viele davon spawnen. Leider passiert das oft hier in diesen Gegenden, wo Bäume und sowas sind. Frag mich bitte nicht, wieso. Vielleicht, weil ich so weit weg bin oder so. Das könnte schon sein. Also, ehrlich gesagt, würde ich sagen, das könnte fürs Erste reichen sogar. Warte mal, ist das... Eigentlich brauchen wir... Ja, wir brauchen nur zwei. Das ist jetzt... Obwohl, das war zwei. Okay, alles gut, alles gut, alles gut. So, perfekt. Und dann noch hier. Hier machen wir jetzt dasselbe. Und dann sollten wir... Genau. Und jetzt können wir ganz viele... Also, das sollte reichen, würde ich sagen. Würde ich stark behaupten, dass es reichen sollte. Vielleicht sogar noch in der Mitte ein paar Fackeln, weil... Aus irgendeinem Grund spawnen die hier immer so oft, ne? Das ist echt kein Witz mehr, deswegen... Oh, wir haben drei davon. Das ist nicht schlecht. Sondern wenn wir richtig viel Holz haben, auf jeden Fall. Das ist schon mal eine gute Sache. Oder hier ist auch sehr dunkel. Also hier ausleuchten wir. Okay, eine Fackel reicht. Wollen wir nicht übertreiben. Aber lass mich mal kurz gucken, ob wir ein paar mehr so Setzlinge haben. Hier haben wir noch einen. Hier haben wir noch mehrere. Ja, okay, wir haben also noch mehrere. Das ist gut. Ja, das sollten auf jeden Fall genug Bäume jetzt sein. Also wir werden an Holz nicht mangeln. Aber wie gesagt, ich würde gerne Wasser noch in der Folge bekommen. Ob das jetzt geschehen wird oder nicht, weiß ich nicht. Aber ich hoffe natürlich schon. Ja, die sterben natürlich sofort. Ich weiß nicht, ob man die retten kann irgendwie. Bestimmt kann man die irgendwie retten. Frag mich bitte nicht wie. Und Wasser? Na, leider nicht. Ich verstehe es nicht, wieso ich kein Wasser bekomme. Das ist so komisch, ne? Sollte vielleicht nochmal erwähnen. Oh mein Gott. Ihr stirbt auch, oder? Stirbt ihr nicht? Ah, ihr. Oh mein Gott, ihr tut mir weh. Das, ihr saugt meine Seele auf. Das ist gerade echt nicht nett. Wirklich nicht. Das ist echt. Das feiere ich echt gar nicht so. Seelenaufsaugung geht zu. Oh mein Gott. Wieso tut ihr. Ich habe das Gefühl, ich schlag euch. Und ich krieg mehr Schaden als ihr. Kann das sein? Ich glaube nämlich schon. Okay, die sind echt nervig. Also. Darauf habe ich echt keine Lust. Also eins aus den Blöcken lassen, die sind echt sehr bunt. Das ist schon mal was Geiles. So, ich mag bunte Blöcke. So, daraus kann man richtig geile Häuser wahrscheinlich... Okay, du nervst. Ich, ja, das hast du auch verdient. Ich habe irgendwie Lust, mir ein Haus noch zu bauen. Das wäre eigentlich ganz witzig. Aber so ein richtig merkwürdiges Haus aus so richtig vielen Blöcken irgendwie. Darauf habe ich Lust. Hier so ein Haus einfach mal aus diesen Dingern. So, ich weiß nicht, wie das dann aussehen soll, aber irgendwie habe ich da einfach Bock drauf. Ich weiß auch nicht, wieso. Ich meine, wie soll das bitte aussehen? Das wird richtig merkwürdig aussehen, aber ich bin auf jeden Fall offen für. Also mache ich es einfach mal. Deswegen, man muss vorsichtig bleiben. Weil bei diesen Häusergegenden, da spawnen die aus irgendeinem Grund auch sehr oft Zombies. Also, weil es da halt irgendwie dunkel ist und die mögen das. Oder auf Dächern oder so. Also, die spawnen echt überall ganz gerne. Ich habe noch nie so ein merkwürdiges Haus, was so aussieht. Aber irgendwie feiere ich das gerade. Jetzt muss man halt wirklich nur noch gut ausleuchten, ne? Aber überall. Okay, es ist relativ fertig auf jeden Fall. Ach, hier fehlen noch zwei Sachen, genau. Genau, und hier auch noch. Was nehmen wir hier für einen Block? Nehmen wir einfach das hier, was soll's. Wir müssen es auf jeden Fall hier ausleuchten. Ja, hundertprozentig. Ansonsten werden da gleich oder bald Zombies spawnen. So, wo habe ich Sand hingetan, bitte? Ich hatte doch voll viel Sand, oder nicht? Ach, hier ist Sand. Okay. Weniger als gedacht, ehrlich gesagt. Aber daraus können wir Fenster machen. Das wäre ganz witzig. Wenn wir bei diesem Haus Fenster. Aber wie kann man das doch designen? Ich weiß es nicht wirklich. Ich bin nicht so der Designer in Minecraft, aber ja, vielleicht geht das. Ja, komme ich gar nicht mehr rein. Das ist auch nicht geil. Aber vielleicht so Deko irgendwie hier so außenrum oder so. Ich weiß, ich will mehr mit Deko-Gegenständen arbeiten, weil ich es eigentlich ganz geil finde. Ja, eigentlich hat das was doch. Ich mach das mal hier immer so rum. Ja, sieht ganz okay aus. Sieht jetzt ein bisschen so aus. Obwohl, nein, sieht es nicht. Okay. Ja, holen wir noch ein bisschen ein paar mehr Gläser. Ah, da kommen mehr raus. Warte, wir können daraus ja... Aus denen kann man doch... Wie ging das nochmal so? Ich weiß gar nicht mehr, wie das ging, ehrlich gesagt. Oder muss man die... warte, wie ging das nochmal? Kann ich sich hier nachgucken? Glas. Ah, genau, hier. Ach, so war das. Sechs Stück brauchen wir, okay. Sollten wir jetzt haben eigentlich? Ja, wir haben sechs Stück. Lass mal sehen. Boom. Ja, das ist doch perfekt, würde ich sagen. Halt so witzig, man ist hinter Glas auch von Zombies geschützt, was so richtig komisch ist, aber... Irgendwie feiere ich das, aber theoretisch müssten sie einen ja sehen. Also ich weiß auch nicht, aber... Okay, ich mach's so richtig random. Das ist ein bisschen so wie bei meinem neuen Skin. Ich bin irgendwie so zufrieden mit dem, ne? Das, aber nicht, weil ich irgendwie... Weil mir das ein professioneller Typ gemacht hat oder so, sondern irgendwie... Ich weiß nicht, weil ich es selbst gemacht habe. Deswegen bin ich irgendwie zufrieden damit. Das ist echt ein witziges Phänomen, aber ist halt so. Deswegen, irgendwie ist das Haus so. Irgendwie mag ich es, mich nicht an die Regeln zu halten, was ich meine. Das finde ich irgendwie geil. Aber gut, ich werde das Video vorher mal stehen lassen. Wenn ihr noch eine Folge davon sehen wollt, lasst es doch oben da. Ich meine, im Endeffekt geht es darum, den Enderdrachen zu besiegen. Irgendwann wird das Endportal unter uns spawnen, nachdem wir genug viele Blöcke zerstört haben. Also für mehr davon, lasst es oben da. Abonniert, kostet aktiviert Glocke und checkt mal Merch in der Beschreibung aus. Und bis zum nächsten Video. Bye.